Hallo liebe Zuschauer, ich war mal wieder unterwegs in Ramstein, diesmal mit den tollen Bildern vom Wendelinusmarkt und dem großen Oktoberfest. Springen wir doch direkt mal mitten ins bayerische Treiben mit toller Musikunterhaltung. Für die grandiose und atemlose Stimmung sorgen die Midnight Ladies mit ihrer Band, die das Oktoberfest zur Partymeile verwandeln ließen. Dann war es endlich soweit. Gegen 8:30 am Abend hieß es dann: Oh, Zapfies! Und die Maße füllten sich, genug für jeden Durst und Besucher im großen Festzelt beim neuen Markt. Im Anschluss stand den Mädels nichts mehr im Wege und sie haben es krachen lassen bis in die späte Nacht hinein. Nach einer kurzen Nacht ging es für mich direkt weiter zur Eröffnung des Wendelinusmarktes 2015 im Stadtzentrum von Ramstein. Den Anfang machten die Kleinen vom St. Wendelinus Kindergarten. Diesen Gottesdienst mit Tiersegnung beginnen wir im Zeichen unseres Glaubens mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wendelin, du warst ein guter Mann, von dem man lernen kann. Denn für Menschen und für Tiere, da warst du immer da. Andern helfen, sie verstehen. Das war dein Lebensplan. Die Sorge für die Tiere und die Menschen hat dann hier in Ramstein zur Wendelinus-Verehrung geführt.
schütze alle Tiere vor Krankheit und Gefahr und halte alle schädlichen Einflüsse von ihnen fern. Die Tiersegnung folgte und viele Hunde haben mit ihren Frauschen und Herrchen den Weg zum Pfarrer gefunden. Mit mehr oder weniger Begeisterung nahmen unsere tierischen Freunde den Segen an und wunderten sich bestimmt, warum sie nass gespritzt worden sind. Gemeinsam wurde mit einem Lied der Gottesdienst beendet, ehe es zum Fassbieranstich überging. Ich denke mal, dass wir es verdient haben, weil wir sind brave Menschen, wir sind fromme Menschen. Danke für die Einladung. Sieht man von oben, wir haben strahlenblauen Himmel, das Wetter ist gut gemeldet für diesen 30. Wendelinusmarkt. Ich denke mal, wir haben wieder ein ganz tolles Programm auf die Beine gestellt, auch von dem Händlerangebot. Gerade Kunsthandwerk ist also ganz toll. Nach ein paar Begrüßungsworten vom Eventplaner Joachim Felker war es dann wieder soweit. Mit Hammer und Kraft schlug Burgelstein die Vorstandsvorsitzende vom Werbering Rammstein an. Verstärkung rückte schnell an und im zweiten Anlauf klappte es dann doch. Oh, Zapfies, hieß es erneut, diesmal für den 30. Wendelinusmarkt mit vielen tollen Händlern und Ständen, die einiges boten für die zahlreichen Besucher. Für die Kinder gab es anschließend noch eine lustige Magiershow mit einem Zauberer, der nicht so recht wusste, wie ihm geschieht. So laut, ich bin doch kein Opa! Irgendwie wollte es nicht klappen, also musste eine kleine Verstärkung her. Oh! Ach, Moment, ja. Genau. Ja, es gab viel zum Lachen für die Kleinen. Und gestaunt haben sie auch nicht schlecht. Auch die Erwachsenen blieben nicht vom Zauberer verschont und mussten mehr oder weniger mit aushelfen, die Kunststücke durchzuführen. Das war der Applaus jedenfalls wert. Applaus gab es auch jede Menge wieder am Abend. Denn die Habachtaler waren zu Gast im Festzelt und auch die brachten das Zelt wieder zum Beben, im wahrsten Sinne des Wortes. Hey!
während im großen Zelt die Stimmung weiter tobte bis zum... ja, wohin denn nur, wenn es nicht mehr gehen würde? Da machte ich mich ein wenig schlau und entdeckte außen vorm Zelt nicht nur die Freiwillige Feuerwehr von Rammstein, die für den Fall der Fälle gerüstet war, sondern auch die Ersthelfer vom Roten Kreuz aus dem Kreis Kaiserslautern und Landstuhl. Die Nacht jedoch blieb für die Männer ruhig und auch ich machte mich auf dem Heimweg, denn schon geht's weiter zum verkaufsoffenen Sonntag mit dem großen Angebot vom Wendelinusmarkt. Das milde herbstliche Wetter lockte auch an diesem Wochenende wieder tausende Besucher ein zum Bestaunen, Probieren, Kaufen und Genießen von vielen kulinarischen Köstlichkeiten wie Fleischspießen, Pfannengerichten und leckeren Sachen vom Grill. Immer wieder wurde für reichlich Nachschub gesorgt und die Würstchen mussten auch nicht lange brutzeln, um einen hungrigen Abnehmer zu finden. Während der Schinken vor sich her drehte, durften die Besucher sich auch von den kulinarischen Angeboten überzeugen lassen mit kleinen, aber feinen, leckeren Häppchen zum Probieren. Ob Wurst, Käse, Fleisch oder Backspezialitäten, für jeden Appetit gab es was zum Essen und zum Kaufen. Natürlich wurde auch für den durstigen Gaumen gesorgt, mit verschiedenen regionalen Wein-, Sekt- und Likörkreationen. Auch hier gab es eine tolle Auswahl für die Feinschmecker. Natürlich durfte man auch hier sich überzeugen lassen von der Qualität, die übrigens sehr gut war. Der Obst- und Gemüsehändler durfte ebenfalls nicht fehlen, wie auch nicht die Stände der Imker mit ihren interessanten und köstlichen Vielfältigkeiten von Honigprodukten. Ein toller Marktstand fiel mir besonders schön und kreativ in meine Kameralinse, nämlich Holzschnitzerei mit feinstem Handwerk und Kreativität. Egal ob Fußball, Tier oder Horrorliebhaber, für jeden Fan war das passende Dekorat aus Holz dabei. Auch dem Meister habe ich bei der Arbeit zugeschaut. Und aus welchem Holz wird das zum Beispiel gemacht? Das ist Nussbaum, das Holz, was ich hier schnitze, genauso wie der oben der Pferdekopf. Das ist auch Nussbaum. Und es wird dann erst edel, wenn es fertig ist und es wird gewachsen und poliert. Und dann sieht das Ding edel aus. Für die Bobbelchen, so nannte er sie, gab es ein kleines Präsent. Ja, die Kinder kamen natürlich nicht zu kurz und auch für sie gab es tolle Attraktionen wie das Fahrgeschäft zum Kutschieren
eine Naschecke, die den Süßmäulern keine Wünsche offen ließ, und eine Hüftburg, die von den Aktiven auf Herz und Niere getestet wurde. Auch ein Blick in das Innere vom Haus des Bürgers ließ nicht nur Kinderherzen höher schlagen, sondern auch die Liebhaber der Modelleisenbahn, Auto- und Spielbörse. Die große Auswahl an Lokomotiven, Zügen, Modellautos und weiteren Spiel- und Sammelwaren zeigten sich in ihrer kleinen, aber feinen Pracht, und manchmal musste man ganz genau hinschauen, um die Liebe für das kleinste Detail zu finden. Auch am Sonntag war das Festzelt, welches vor der Verbandsgemeinde aufgebaut wurde, sehr gut gefüllt, und das Frühschoppen ließ die Maße wie warme Semmel über die Theke rutschen. Natürlich fand man wie immer auch Ralf Hechler unter den Leuten bei gemütlicher Runde, und die Stimmung war wie über das gesamte Wochenende einfach grandios. Rammstein habt es mal wieder allen gezeigt und viel auf die Beine gestellt. Ja, liebe Rammsteiner, liebe Zuschauer, das war es schon wieder aus Rammstein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer nicht da war, tja, der hat einiges verpasst. Also, in diesem Sinne, macht es gut, bis demnächst zum großen Jubiläum des Festkommens von 800 Jahre Rammstein.